Geld und Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank. Das ist «Geld und Co.», unsere Wirtschaftssendung auf Tele Basel. Guten Abend miteinander. Wenn Sie ein Eigenheim haben, läuft in den nächsten Monaten vielleicht Ihre Hypothek aus. Diese Hypothek haben Sie vermutlich zu einem tiefen Zins abgeschlossen. Jetzt sind die Zinskosten höher und darum stellt sich die Frage, wie man die Hypothek reduzieren kann. Über das reden wir in der Sendung. Und im Wirtschaftsbeitrag sehen wir bei Musik Oesch und schauen, wie ein Piccolo hergestellt wird. Aber zuerst geht es um die Amortisation der Hypothek und somit zu der Daniela Strauss. Sie ist Leiterin Finanzieren bei der Basler Kantonalbank. Daniela Strauss, was für Möglichkeiten zur Amortisation, also zum Abbauen von einer auslaufenden Hypothek gibt es? Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich selber angespartes Kapital auf dem Sparkonto habe, das Geld verwenden. Aber ich habe natürlich auch die Möglichkeit, einen Kapitalbezug aus meiner Vorsorge zu machen. Habe ich zum Beispiel indirekt amortisiert in mein drittes Säulenkonto, habe ich alle 5 Jahre die Möglichkeit, dort einen Kapitalbezug zu machen für die Reduktion der Hypothek. Was sind denn die Vorteile von einer Amortisation? Das, was man gerade sofort spürt, ist klar meine monatlichen Zinskosten, die ich selber auch gerade merke. Speziell, wenn wir jetzt im Zinsumfeld noch von 1% Hypothek haben, die jetzt ausläuft und jetzt natürlich teurer wird, kann ich so zumindest meine Zinskosten halten oder je nach dem Bezug, den ich mache, vielleicht sogar reduzieren. Und wo sehen Sie eher die Nachteile? Falls ich jetzt die Möglichkeit habe, Zinskosten zu reduzieren gegenüber der auslaufenden Hypothek, dann hat das eine steuerliche Auswirkung. Dazu habe ich eine Grafik mitgebracht. Also, und die schauen wir uns jetzt gerade mal zusammen an. Wenn ich kein Eigenheim habe, ist es eigentlich mein steuerbares Einkommen gemäss Lohnausweis, Nettolohn, mein Einkommen, das ich versteuere. Habe ich ein Eigenheim, wird mir der Eigenmietwert darauf gerechnet. Dafür habe ich dann zusätzlich die Möglichkeit, die Hypothekarzinsen abziehen, plus Unterhalt und logischerweise indirekte Amortisation. Reduziert sich jetzt mein Hypothekarzins, sieht man auf der letzten Stufe, dass natürlich die Steuern sparen sich dann reduzieren, weil ich ja plötzlich weniger kann Abzug bringen kann. Mhm. Man dürfte ja auch Geld aus der dritten Säule nehmen, zum Amortisieren. Lohnt sich das? Grundsätzlich lohnt sich das auf jeden Fall eben aufgrund der Zinsen. Jetzt, wenn wir jetzt rein Zinsen anschauen, wenn ich jetzt nur schaue, was mein Zinsvorteil ist. Auf der anderen Seite würde ich mir aber überlegen, was würde ich denn mit dem Kapital machen? Ist mein Drittsäulenkapital auf einem 3a-Konto, wo ich einen Zins habe, wo aber weniger Zins ich bekomme von der Bank, wenn ich für die Hypothek muss zahlen muss, dann würde ich eher davon abraten. Habe ich es aber in Wertschriften investiert und habe einen sicheren Anlagehorizont von 8 bis 10 Jahren, dann ist die Chance, dass meine Rendite in dieser Zeit deutlich höher ist, als das, was ich als Zins zahlen muss. Und dadurch, der Zins aus der Vorsorge nicht versteuerbar ist, also ich den eigentlich gratis habe, und ich aber Zinskosten immer noch hoch habe, die ich abziehen an den Steuern, ist natürlich noch eine steuerliche Optimierung. Jetzt ein Kapitalbezug ist auch aus der Pensionskasse möglich. Was muss man in diesem Fall beachten? Dort wäre mein Fokus eigentlich zuerst auf die Sozialleistungen. Weil es ist nicht nur die Altersrente, die sich reduziert, wenn ich einen Bezug mache, sondern auch die Leistungen bei Invalidität. Oder natürlich auch, wenn mir etwas passiert, sprich, wenn ich sterben im schlimmsten Fall, was haben denn meine Hinterbliebenen, was bekommen die noch? Das würde ich unbedingt vorher mit einem Berater anschauen, was das bei meiner Pensionskasse für Auswirkungen hat. Dann natürlich, wenn ich einen Kapitalbezug mache, immer hat es eine Kapitalleistungssteuer zur Folge. Und wichtig, in der zweiten Säule haben wir dann auch noch den Eintrag im Grundbuch, wo dann die Veräusserungsbeschränkung eingetragen wird. Was ist denn das, die Veräusserungsbeschränkung? Was bedeutet das? Das heisst, wenn ich mein Eigenheim, das ich finanziert habe, über 2 Säulen, Geld, also aus der Pensionskasse teilweise, darf ich nicht verkaufen, und ohne dass ich das Geld wieder zurückzahle. Ich muss eigentlich das Kapital, das ich für den Kauf bezogen habe, wieder zurückführen. Der Vorteil ist, die Kapitalleistungssteuer, die ich vorher zahlt habe, kann ich dann auch wieder zurückfordern. Haben Sie uns jetzt noch einen Tipp oder einen Hinweis, was man nicht vergessen darf? Es gibt sicher diverse Sachen, die man nicht vergessen darf. Aber ich denke, was für mich noch ein wichtiger Punkt ist, ist speziell, dass man verschiedene Bezüge machen kann. Also ich kann Teilbezüge machen, auch für die Planung ins Alter. Also dass ich eigentlich die Möglichkeit habe, bevor ich 60 bin, Bezüge aus der Vorsorge rauszumachen. Dann sicher nicht zu vergessen ist auch, wenn ich jetzt einen Bezug mache, habe ich das Geld, die Hypothek. Komme ich dir dann das wieder rüber, falls ich einmal möchte, eine größere Renovation planen möchte. Und
das sind eigentlich so die Themen, die man sicher im Auge behalten sollte. Wo man dann muss abwägen muss. Jetzt, was empfehlen Sie schlussendlich? Ein Kapitalbezug aus der dritten Säule oder aus der Pensionskasse? Ich persönlich bin eher für den Kapitalbezug aus der dritten Säule, weil das ist die freie Vorsorge. Sprich, ich kann die eigentlich für mich selber aufbauen und kann die auch steuern, wenn ich sie beziehe. Ich muss dann auch kein Kapital zurückzahlen, wenn ich einmal einen Bezug gemacht habe. Ich kann dort entscheiden, wie ich es anlege. Darum bin ich eher Fan von der dritten Säule. Klar, zweite Säule, wenn es im Zusammenhang mit der Finanzplanung ist, ist das sicher ein Thema zum Anschauen. Also gut, danke schön vielmals, Daniela Strauss, für die Informationen zum Thema Amortisation bei der Hypothek. Es ist eine Oktavenflöte mit 6 Klappen und 6 Grifflöchern. Das Instrument ist im 18. Jahrhundert zum ersten Mal gebaut worden. Die Rede ist vom Basler Piccolo. Jetzt, so kurz vor der Fasnacht, muss das Piccolo einwandfrei funktionieren und das Mundstück muss passen. Von das schaut seit 60 Jahren der Musikinstrumentenfamilienbetrieb zu Basel, der Musik Oesch. Wer das Basel Piccolo spielt, kennt die Musik Oesch und kommt an diesem Instrumentengeschäft in der Spalenvorstadt nicht vorbei. Fast jeden und jede hat dort sein Piccolo einmal ausprobiert und gekauft. Die meisten Leute oder viele Leute kennen uns von der Fasnacht. Ich sage immer, das ist unsere Populärverbreitung. Aber 85% vom Umsatz und vom Ertrag, noch mehr, machen wir mit Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Posaune, mit dem Ganzen, einfach alles Gebläse machen wir. Der Familienbetrieb in dritter Generation ist in Basel der grösste Anbieter von Blasmusikinstrumenten. Er hat 10 Mitarbeitende und davon gehört die Mehrheit zur Familie. Der grösste Teil des Umsatzes wird mit dem Verkauf generiert. Weitere wichtige Brocken sind die Mietinstrumente, die wir haben. Die haben uns auch über die Pandemie hinweg geholfen. Es sind ein paar hundert Mietinstrumente unterwegs. Die meisten Wirtschaftszweige haben aktuell mit der Inflation und den steigenden Preisen zu kämpfen. In der Blasinstrumentenbranche ist es genau das Gegenteil. Allerdings auch nicht zum Vorteil vom Händler. Mein Lager ist seit Jahren wird's immer weniger wert. Bei gleicher Anzahl Instrumenten, eine Klarinette, die ich Anfang 90er Jahre für 2,81 verkauft habe, kostet es noch netto 1800 Franken. Das hat mit der Währung zu tun. Wo wir mit dem Euro angefangen haben, sind wir bei 1,50, 1,60 gewesen. Jetzt sind wir noch nicht einmal bei einem Franken. Und wir müssen mit den Preisen natürlich immer nachgehen. Und unsere Ware kommt aus Europa oder aus der Welt. Also die Währung ist ein relativ wichtiger Bestandteil der Preiskalkulation. Was auch wieder Vorteil hat, die Elsässer kommen unterdessen in grosser Zahl nach Basel zu uns, gehen Klarinetten kaufen. Das finde ich noch jetzt einmal Grenzverkehr anders rum. Zurück zu den Piccolo. Wegen denen hat der Oesch im Moment natürlich die strengste Zeit. Sogar während der Fasnacht bietet er einen Notfallservice an, wenn etwas am Piccolo kaputt ist. In seiner 60-jährigen Geschichte hat der Musik Oesch über 30'000 Piccolo produziert. Fast die ganze Fasnacht läuft also mit Oesch-Piccolo um. Und ganz besonders speziell ist... Das ist total faszinierend. Ich denke immer, jedes von diesen Dingen hatte ich schon mal am Maul. Ja, gleich hören wir Musik Oesch seine Piccolos in der Innenstadt. Das war es von Geld & Co. Nächsten Mittwoch gibt es eine neue Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Eine gute Zeit, auf Wiedersehen. Geld & Co. präsentiert von der Basler Kantonalbank.